Kann ich mit 63 in Rente gehen, wenn ich vorher 24 Kalendermonate ALG 1 bezogen habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben wieder eine Frage auf Rentenbescheid24.de bekommen. Ich möchte mit glatt 63 Jahren in Rente gehen. Ich beziehe bis zum Rentenbeginn 24 Kalendermonate Arbeitslosengeld. Ich habe Angst, dass mir die 24 Kalendermonate Arbeitslosengeld 1 Bezug nicht als Wartezeit auf die Rente angerechnet werden und auch für die Rentenberechnung nicht anerkannt werden. Ist meine Befürchtung berechtigt? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich nochmals eine kleine Übersicht nochmal geben über alle vorgezogenen Altersrenten, die wir im Jahr 2021, 2022 nach aktueller Rentenlage, Rechtslage in Anspruch nehmen können. Das ist zum einen die Altersrente für langjährig Versicherte. Diese Rente können Sie erstmals mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch nehmen. Weitere Voraussetzung ist, Sie müssen 35 Jahre Wartezeit nachweisen. Das sind insgesamt 420 Kalendermonate. Sie müssen diese 35 Jahre aber nicht hintereinander am Stück nachweisen, wie so eine Perlenkette aufgeschnürt, sondern das kann in dem Versicherungsverlauf auch Zeiten dazwischen geben, wo keine Rentenzeiten eingetragen sind. Hauptsache, Sie haben bei Rentenbeginn die 420 Kalendermonate gleich 35 Jahre nachgewiesen. Und die Wartezeit muss am Tag des Beginns der Rente vorliegen. Und in diese Wartezeit zählen de facto jede rentenrechtliche Zeit, die es nach dem SGB VI derzeit aktuell gibt. Das SGB VI ist die Rechtsgrundlage oder die Gesetzesnorm, in dem das gesetzliche Rentenrecht geregelt ist. Und darin sind auch die Wartezeiten für die einzelnen Altersrenten geregelt. Und in den 35 Jahren haben wir Beitragszeiten wie Kindererziehungszeiten, Berufsausbildungszeiten, Pflichtbeitragszeiten für eine Arbeit, Beitragszeiten für eine versicherungspflichtige Tätigkeit von Selbstständigen, Minijobzeiten, Kinderberücksichtigungszeiten, Wartezeiten aus versicherungsfreien Minijob, freiwillige Beitragszeiten, Wartezeitmonate aus einem Versorgungsausgleich, de facto alle anrechenbaren Anrechnungszeiten wie Schulausbildungszeiten, Hochschulzeiten, Fachschulzeiten, Zurechnungszeiten, Zeiten des Sozialleistungsbezugs, Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2 und Arbeitslosenhilfezeiten. Und wenn ich irgendwas vergessen haben sollte jetzt hier in der Auflistung, bitte seien Sie mir nicht böse. Und der Gesetzgeber kennt beim Bezug von Arbeitslosengeld 1 oder bei ALG 2 bezogen auf die Altersrente für langjährig Versicherte keinen Anrechnungsausschluss. Wie bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die mit den 45 Jahren. Da komme ich noch darauf. Damit ist klargestellt, dass der Bezug von Arbeitslosengeldleistungen grundsätzlich auch dann als Wartezeit gilt, wenn dies innerhalb von 24 Kalendermonaten vor Rentenbeginn in Anspruch genommen wird, dieses Arbeitslosengeld 1. Und zwar immer bezogen auf die Altersrente für langjährig Versicherte. Das heißt also, diese Wartezeit wird anerkannt. Und die andere Frage, werden diese rentenrechtlichen Zeiten auch tatsächlich berechnet? Ja, auch das Arbeitslosengeld 1, was 24 Kalendermonate vor Rentenbeginn bezogen wird, wird in diese Altersrente mit einberechnet. Es gibt da also keinen Berechnungsausschluss für diese Zeiten. Und diese Entgeltpunkte, die die Grundlage für die persönlichen Entgeltpunkte und die Höhe der monatlichen Rente bilden, die werden auch mit dem ALG 1 sozusagen gefüttert. Ja? Und somit ist klar, dass der Bezug von Arbeitslosengeld 1 in die Rentenhöhe der Altersrente für langjährig Versicherte berücksichtigt wird. Aber eins muss Ihnen klar sein, die Altersrente für langjährig Versicherte wird bei Bezug ab dem 63. Lebensjahr immer einen Abschlag haben. Sie können diese Rente auch mit einem bestimmten regulären Rentenalter erreichen. Dafür gibt es Tabellen, da kann man dann mal reingucken, wo dann der abschlagsfreie Beginn dieser Rente liegen wird. Jetzt gucken wir uns noch ganz kurz die Altersrente für schwerbehinderte Menschen an. Diese Altersrente setzt voraus wieder 35 Jahre Wartezeit, ein Grad der Behinderung von mindestens 50 bei Beginn der Rente und ein bestimmtes Lebensalter. Und ich mache es hier ganz kurz, die Wartezeit der 35 Jahre ist genau die gleiche Wartezeit, die wir auch bei der Altersrente für langjährig Versicherte haben. Also da zählt auch alles mit rein und da wird auch alles mit berechnet bis zum Beginn der Rente.
Es gibt bei der Altersrente für schwerbehinderten Menschen einen vorzeitigen Rentenbeginn, wo sie frühestmöglich reingehen können, dann mit Abschlag oder auch einen regulären Beginn, wo sie praktisch keinen Abschlag bekommen. Das entsprechende Lebensalter hierfür gibt es auch wieder in Tabellen, da kann man nachlesen. Und jetzt haben wir als dritte vorgezogene Altersrente die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und diese Altersrente kann man immer nur regulär in Anspruch nehmen, also immer ohne Abschlag. Und das Renteneintrittsalter ab dem Geburtsjahrgang 1953 steigt immer um 2 Kalendermonate späteren Geburtsjahrgang an. Wir hatten damals mit dem Geburtsjahrgang 1952 ein Renteneintrittsalter von 63 Jahren und ab dem Geburtsjahrgang 1953 waren es dann schon 63 Jahre und 2 Kalendermonate. Und wer 1958 geboren ist, das sind jetzt auch die Leute, die 2021, 2022 in Rente gehen, der kann erst mit Vollendung des 64. Lebensjahres in diese besondere Rente reingehen. Und für die Wartezeit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte benötigen wir nicht 35 Jahre, sondern 45 Jahre Wartezeit. Und in diese Wartezeit zählen nicht alle rentenrechtlichen Zeiten, wie wir sie zum Beispiel bei den 35 Jahren haben. Ich nenne hier nur die Wartezeit aus dem Versorgungsausgleich und den Anrechnungszeiten Arbeitslosengeld 2, Arbeitslosenhilfe. Diese Zeiten zählen grundsätzlich nicht als Wartezeit für die Wartezeit 45 Jahre. Grundsätzlich zählen aber Kalendermonate mit Bezug von Arbeitslosengeld 1 auch in diese 45 Jahre Wartezeit. Aber nur dann nicht, dann gibt es wieder einen sogenannten Anrechnungsausschluss, wenn es 2 Jahre vor Rentenbeginn Arbeitslosengeld 1 bezogen wurde. Und jetzt halten Sie sich fest, von diesem Anrechnungsausschluss gibt es wiederum Ausnahmen, die diesen Ausschluss aufheben. Wenn also ein Versicherter die 45 Jahre erreicht hat und in seinem Versicherungsverlauf Zeiten enthalten sind, die als Wartezeit nicht angerechnet werden auf die 45 Jahre, dann werden diese Zeiten aber trotzdem in dieser Rente berechnet, weil es grundsätzlich bei der Rentenberechnung einer Altersrente keinen Berechnungsausschluss für solche nicht anrechenbaren Wartezeiten gibt. Es kann also unser Versicherter zwar den Wartezeitmonat aus einem Versorgungsausgleich auf die 45 Jahre nicht angerechnet bekommen, die Entgeltpunkte aber trotzdem in dieser Rente berechnet bekommen. Also da muss sich niemand Sorgen machen, dass da irgendeiner was wegnehmen will. Und jetzt komme ich auf die Antwort auf die Frage. Nein, lieber Versicherter, Sie müssen keine Sorge haben. In Ihrem Fall ist die Rechtslage eindeutig. Ich hatte es gerade ausführlich erklärt. Sie wollen mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen. Also mit der Altersrente für langjährig Versicherte, dann reichen 35 Jahre Wartezeit aus. Das sind 420 Kalendermonate. Und ich kann Sie auch beruhigen, Ihr ALG-1-Bezug 24 Kalendermonate vor diesem Rentenbeginn, wann auch immer der ist, zählen voll in die Wartezeit der 35 Jahre mit rein. Da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Und der Bezug des ALG-1 wird auch in Ihrer Rente mit einberechnet. Hierfür erhalten Sie also noch gesonderte Entgeltpunkte. Deshalb müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn Sie mit Rentenbeginn die 35 Jahre unter Einberechnung des ALG-1 erreicht haben. Dann können Sie ganz bequem in Ihren Ruhestand gehen. Bedenken Sie aber bitte, Sie werden dann in dieser Rente, wenn Sie vorzeitig in Rente gehen mit 63, einen Abschlag haben. Wie hoch der ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber das hängt von Ihrem Lebensalter ab. Mein Tipp: Damit alle Unklarheiten beseitigt werden, ziehen Sie sich doch einfach eine aktuelle Rentenauskunft von der Deutschen Rentenversicherung. Da steht es schwarz auf weiß geschrieben. Oder noch viel besser, Sie buchen auf rentenbescheid24.de eine Rentenberatung und dann erfahren Sie alles Wichtige rund um Ihre Rente von einem erfahrenen Rentenberater. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.